Dann tun wir das mal. Ja. Ich liebe es. So. Also dann, Stein. Das war zu viel. Und Holz. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es das ist, was man braucht zum Bauen. Ja, Stein und Holz. Genau. Ich brauche einen Schnitzel. Ja, das ist wie ein. Oh, warst du schon? Ich habe jetzt schon die ersten paar gesetzt, ja. Ja, ich bin noch immer so dezent überladen, aber jetzt gleich nicht mehr. Wow, was für ein mega weiter Hops. Nee. Sehe ich das richtig, oder? Ich weiß nicht, hier... Macht nichts. Oder kannst du hier was reinsetzen? Hier geht nicht, ja. Da hatte ich selbst gerade irgendwie ein bisschen rumprobiert, aber hatte gehofft, es gibt sich, wenn ich hier unten irgendwas hinsetze, aber das snappt irgendwie auch nichts richtig. Und auch unten geht irgendwie nichts gescheit ran. Ja eben, das ist unten, aber da kann ja auch nichts snappen, da haben wir ja keine. Da haben wir ja gut, ich meine. Gebaut. Auch nach vorne geht nichts mehr, ne? So richtig, ja. Das ist einfach zu tief, das ist zu sehr, das schwebt zu sehr. Aber da könnte man sehr. Ja einfach Ceilings drüber bauen. Ja, die Dreiecks-Ceilings so. Haben halt immer wieder diesen schönen Rahmen. Diesen blöden Holzrahmen. Ja, leider. Aber wenn man unten halt auch nichts ranbauen kann, ist das irgendwie echt doof. Also ja. als Support. Ja. Nee, nach vorne geht jetzt auch nichts mehr. Uiuiui. Oh oh. Wir sind hier gefangen, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nie wieder raus, Xa. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch hungrig. Hast du einen Schnitzel dabei? Ja. Komm mal kurz zurück. Ich kipp's sonst um hier. Aber man verliert ja gar nicht mehr so viel Leben dabei. Oder überhaupt kein Leben. Und man hat mir doch immer sofort Leben verloren, wenn man Hunger hatte. Ja, bitte schön. Dankeschön. Vielleicht kippt man jetzt einfach irgendwann total tot um. Wäre möglich. Coach sagt gar nichts mehr. Der ist schon im A1Z1-Fieber. Nee. Sag mal, gibt's denn hier nirgends mehr einen einzigen Stein? Hier lag doch sonst immer alles voll. Ich geh da mal außen rum. Ja, wird halt besser sein. Das heißt, wir brauchen dann dort jetzt die die Ceilings, also die Decken. Oder wir probieren halt an der Stelle die Ecke hinzubauen. Die scheinen ja wohl besser aufeinander stapelbar zu sein als die dreieckigen. Ach so, dass man da eine komplette Reihe eckige macht. Nee, aber das wird auch nicht gehen, weil es einfach zu hoch ist. Weil es sagt ja auch, hat keine Verbindung zum Boden. Ja, schon richtig, aber die eckigen, also zumindest gefühlt würde ich sagen, dass sie sich besser stapeln lassen. Also, dass die nach unten und oben besser passen als die dreieckigen. Die scheinen sich da ja irgendwie Wert zu stellen, was das angeht. Okay. So,
Das hätten wir wenigstens dicht. Ja, du kannst ja versuchen, ob da vorne eine Reihe normale dran geht, aber ich glaub's nicht. Wir werden hier die Seedlings bauen müssen. Hey! Warum schießt du? Weil ich hier ein Decken Bildschirmchen hab, was ich nicht klicken kann, und jedes Mal, wenn ich drauf klicke, schieße ich aber mit einem Pfeil. Okay. Kann man machen? Ja. Schauen. Dann nehme ich den hier mal noch weg. Ja, das wird so und so nicht gehen. Ich will noch mal schauen, ob es überhaupt irgendwie drin connected. Ja, doch, die geht. Da hin positionieren. Ja, dann machen wir die hier halt auch weg. Auch mal weg. Die vorne brauchst du ja eigentlich nicht. Wir müssen jetzt nur die Reihe hier. Ich will nur gucken, ob es hier ran jetzt geht. Ja, doch, hier geht. Oh, zack. Okay, ja, dann bauen wir hier noch in die Ecke. Bis hinten dran und dann können wir da vorne wieder eine Reihe. Warte mal, wir können das auch. Das ist schwierig, weil wir hier so schräg drankommen. Das wäre schon schöner. Mal überlegen, wie man das mit. Jetzt brauchen wir wieder andere. Brauchen wir wieder andere Dreiecke. Also hier muss jetzt eine ganze Reihe an Ceiling, an normalen Foundations dann dran. Hier so, einmal. Heißt. Wie viel hast du denn davon jetzt? Jetzt habe ich noch zwei. Nee, halt, stopp, nee, nicht so. Nicht so. Hier, das muss jetzt erstmal weg wieder alles. Weil guck mal, jetzt hast du ja so eine Lücke. Wo bin ich und warum? Also ich sehe dich nicht. Ja, ich bin in der Ceiling. Könntest du mal die abreißen, die Dreierreihe? Nee, warte mal. Ach, weißt du was? Moment, wofür habe ich denn Admin? Also, ich habe eben abgerissen und nicht gebaut, von daher... Ich weiß nicht, ich bin auf einmal in den Boden reingepackt. Überhaupt keine Bugs, dieses Spiel. Nein, kein bisschen. Ach so, mein Charme im Boden versunken. So. Ja, vor Scham im Boden, so ist es. Ich hab meinen Turm gesehen. Ja, das soll vorkommen. So. 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 Ups. Kann mich nicht mehr bewegen. Auch noch mal ein bisschen. Dann baue ich am besten gleich Foundations. Mach ich. Weil da habe ich jetzt keine dabei. Mehr. Und dann die da unten hin. Vier. Zack. 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 Und jetzt bitte pass. Passt dich. Moment. Ich glaube, die hier steht im Weg. Kann das sein? Kann durchaus sein. Die hier sieht auch noch ein bisschen komisch aus. Radek, dankeschön. Von Funky Kalle und den Heeks Heatstrokers. Danke für die tolle Zeit auf deinem Server. Sehr gerne. Freut mich, wenn es euch Spaß macht. Vor allen Dingen freut es mich riesig, was ihr da aus dem Boden stampft. Ihr seid echt klasse. Und wie gesagt, das nächste Mal seid ihr dann auch, wenn ihr wollt, zumindest mit im Teamspeak. Das war jetzt einfach spontan. Ich wollte es eigentlich ein bisschen planen. Demnächst. Naja, ich denke, die eine oder andere Ecke haben wir auch noch gar nicht gesehen. Ja, natürlich. Ich denke, da ist noch viel zu sehen. Von daher wird sich das noch ergeben. Joa, müssen wir die. Kannst du das dann noch wegreißen, die letzten Schnippel? Das geht leider. Ja, es geht leider doch nicht anders. Wir müssen sie. Die beiden noch. Genau. Ja, ne, den habe ich gerade nicht gesehen. Der war noch hinter dem anderen versteckt. Müssen wir mal gucken. Eventuell kriegen wir hier dann ins Eck. Aber das geht ja dann nicht. Hier im Eck ist dann halt nichts. Also, das Problem ist, es war eigentlich ideal mit den Dreiecken dort, weil wir hatten dann so einen schrägen Abschluss und wir hätten die Treppe dran setzen können. Jetzt haben wir die Treppe wieder irgendwie so gerade. Moment, eventuell.
hätte ich da eine Idee. Moment. Irgendwas mit den Dreiecken. Damit ich auch wieder hocke. Irgendwas mit den Dreiecken da irgendwie hin. Wenn, also. Theoretisch könnten wir an der Stelle, wo jetzt die hier sind, Dreiecke hinbauen. Und dann hier in gerader Linie mit den Dreiecken, oder? Das sollte doch gehen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal so. Also. Den hier runter, ja. Und den hier weg. Und dann dafür. Dreiecke rein. Ja, das geht schon, aber das bringt dir jetzt nicht. Weißt du, hier müssten wir. Siehst du diese Linie, wo ich jetzt hier lang laufe? Die hier. Hier die. Die müsste sich weiter fortführen in die Richtung. Und dann hätten wir den Ansatz, um hier hochzubauen mit der Treppe. Weil die ist genau, also nicht ganz genau, aber zumindest halbwegs in der Flucht mit dem Stein. Mit der Felswand. Und jetzt ist die Frage, wenn wir hier. Da stellt sich halt die Frage, wie viel von wir von den eckigen Foundations wegreißen können, damit sich die Dreiecke noch setzen lassen. Das ist das Ding. Hast du noch eine Treppe? Nein, ich müsste aber kurz ein bisschen Holz holen, dann nee, kann ich. Ich hab, Moment, dann baue ich eine. Oder zwei vielmehr. Aber ich schätze, die snappen nicht aneinander, also nebeneinander. Also wenn wir jetzt die eine. Wie war das nochmal, die unterschiedlichen Snap-Points? Geht das hier? Nee, ne? Da gibt's nichts. War nur. Glaube nicht. Nur Kreiseln mit der Maus. Die snappen nach unten, das ist ja supi. Bin mal aus dem TS raus für heute. Was? Okay. Ja, aber ich bleib im Chat. Ja, kein Problem. Dankeschön. Ja, dann. Tschüss. Bis denn. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich. User disconnected from your channel. Das funktioniert. Toll. Oh, scheiße. Da ist eine Treppe gebaut. Nee, das kannst du knicken. Boah, warte, da war es ganz kurz. Diese Snap Points. Diese Snap Points. Aber es ist. Mann! Oh, fuck yourself. Entschuldigung. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja fast wie Ark. Ja, sehr ähnlich zumindest. Du bewegst die Maus so ein Müh und bist ganz woanders. Nee, das kriege ich da nicht dran. Bleib mal da kurz Schenko, ja? Jawohl. Ich will das mal ausprobieren, ob das geht. Wir machen alles kaputt. Ach Mist, dann haben wir da jetzt aber auch ein Loch drin. Wenn es nur eins wäre. Das ist hoffnungslos. Ich glaube, man muss die. Warte mal, wenn ich die jetzt wegnehmen würde. Mal gucken, ob man dann den Snap-Point. Ja, warte mal. Also, ich kann hier eine hinsetzen. Nein, nein, nein! Ah, nimm die wieder weg! Ging mir um die Treppe! Mach die weg! Ja, ja, ja. Du bist weg, es zieht. Es war da ganz kurz. Da, ich hab's. Endlich. So, jetzt sitzt es so ähnlich, wie sie sollte. So. Oh. Furchtbar. So, jetzt ist halt die Frage, kriegt man da jetzt dran? Warte mal. Auch nochmal ein, ob man jetzt da rechts irgendwie eine dranhängen kann.
dann ist es ja quasi egal, was wir da drunter bauen. Aber ich fürchte, dass das nicht geht. Nee, dass da snappt gar nichts. Nee, das heißt, wir müssten jetzt... Moment, ich hole noch mal ein bisschen Stein. Ansonsten reicht auch eine. Eine Breite, weißt du? Das ist ja jetzt auch nicht dramatisch. Nicht genug Ressourcen. Oh. So, einmal daneben wäre noch gut. So. Ja. Aber dann weiß ich nicht, wie wir das jetzt nach vorne... Ja doch, das ginge. Genau, jetzt bräuchte man da noch eine Treppe. Ich hole mir auch mal wieder ein bisschen Stein. Coach ist in Ehrfurcht erstarrt. Ja, aber dann haben wir hier auch wieder ein Loch drin. Nee, ich mache was Sinnvolles. Ich halte mich vom Boden an. Wieso, wo haben wir ein Loch? Ja, also, wie, nee, Moment, eigentlich müsste es doch gehen. Hier ist doch auch ein Dreieck. Wenn du jetzt hier ein Dreieck vorne dran... Hast du noch? Warte mal, nee, Moment, ja. Warte mal, mal nicht setzen. Ich muss erstmal wieder Treppe. Erstmal Treppen. Treppen snappen, los! Neue Hobby! Boah, falls du auch eine Treppe hast, probier mal ebenfalls zu setzen. Wer es als erstes hinkriegt. Okay. Nee, das, da werden mir genau 5 Falls. Moment. Ich kann dir eine fallen lassen, gar kein Problem. Moment. Ich kann genau eine Treppe herstellen. Und davon haben die Millionen gebaut in ihrer Basis. Ich gehe aber einer schon kaputt. Vielleicht von oben dann zukünftig betten. Verleg mich doch am Arsch. Wenn du springst, baue ich dir eine Treppe rein. Nee. Ja, oder so. Ich hab da keine Lust drauf. Aber weißt du mal, wenn ich gerade schwebe. Nee, im Schweben kann man nicht bauen. Ist ja fies. So, ich hab's. Bist gut. So, jetzt weiß ich übrigens auch, welches Loch du meinst. Hier, ja. Nee, ich meinte das Loch hier. Weil wenn ich jetzt hier ein Eckchen reinbaue, ja, dann passt hier kein Dreieck mehr rein. Und wenn ich hier ein Dreieck reinsetze, dann hast du 2 Löcher drin, die du nicht stopfen kannst. Ich geh weg. Ja, das würde ich jetzt am liebsten auch sagen. Aber wir haben eine Treppe. Toll. Also wir können ja hier unten eine Treppe reinbauen, dass wenn man ins Loch plumpst, wieder hochkommt. Wie haben wir das gebaut? Achso, hier war so ein quadratisches Blockdingskirchen drin, oder wie? Moment. Genau, ja. Wie gesagt, das kann man theoretisch auch wieder reinbauen, aber dann hast du halt nach wie vor ein Loch drin. Ich finde, dass es toll aussieht mit Loch. Das ist ja schließlich auch... Wir sind ja hier in einem verruchten Land und da ist nicht alles symmetrisch und gerade. Achso, da werden dann einfach die Vertreter reingestopft. Da ist einfach... Die Frage ist, wenn wir jetzt sagen, wir bauen da oben eine Foundation dran, ob man dann unten die abreißen könnte. Sprich, dass die Treppe nicht mehr unten hält, sondern oben. Na gut, du kannst auch einfach hier eine Foundation reinklemmen. Dann hebt die Treppe sowieso, dann ist es völlig Wumpe, was du unten machst. Wo hast du jetzt eine Foundation reingeklemmt? Direkt unter die Treppe. Die erhöhte. Ach da! Das heißt, ich kann hier unten jetzt theoretisch die eine Treppe abreißen. Die eine Foundation abreißen. Meinst du das? Das sollte gehen, ja. Aber dann setze ich erstmal noch da hinten auch noch eine Foundation rein. Ich baue erstmal sicherheitshalber bis so hoch. Und dann reden wir weiter. Da wird es sich auch lohnen, wenn die Treppe einstürzt. Ja, genau. Hast du noch eine Foundation? Ja. Tätest du die hier oben mal dran setzen? Nee, hier oben, wo ich bin. Ans Ende.
Sehr schön. So. Damit sollte ja jetzt das Ding eigentlich stabil sein. Wir müssen aber noch eins höher. Wie? Was? Ja, die Ach so, ja, das dann hier ist, ja. Später schon. Also ich wollte jetzt nur gucken, ob unten das überhaupt geht. Ach so, ja. So, dann würde ich jetzt das Dreieck, mutig wie ich bin, ja, mit voller Heldenmut. Okay, aber lass mich raten, da geht jetzt kein Quadratische mehr drin da. Doch. Doch? Ha! Trick 17. Das sieht doch gut aus. Ja. Das ist doch gut. Schön also, hingemurkst. Ja, hingemurkst, so kann man das wohl nennen. Nee, aber das ist doch gut. Das hat ja geklappt. Perfekt. Klappt mal was in dem Spiel. Ist ja unglaublich. Also beim Bauen. Wer hätte das gedacht? Ich nie. Naja, das war viel Klappenbeweis haben wir ja, wenn wir in die anderen Basen gehen. Nee, ich meinte jetzt weniger, also wenn wir bauen halt. Naja, ich hab's schon verstanden. Das ist traurig. Deswegen wie auch der Verweis auf die anderen. Pump. So, Wahnsinn. Da haben wir doch jetzt bestimmt 35 Folgen damit verbracht, eine Treppe zu bauen. Ja, ey. Nee, aber dann, dafür ist die. Brauche ich jetzt nochmal 20 Folgen, um da irgendwie eine brauchbare Schreinerhütte hinzubasteln. Ja, da soll ja nicht nur eine Schreinerhütte hin, da oben muss ja auch ein runder Turm hin. Ich fühle mich plötzlich so krank, ich muss mal dringend weg. Du wolltest jetzt auch H1Z1 mit uns spielen? Nur wenn du mir 1 Million Euro überweist, dann überlege ich mir das. Ja, das ist doch ein Klacks. Das ist YouTube Money und so, weißt du? Pff, sonst nicht ist. Oder du schenkst mir das Spiel und legst nochmal 20 Euro drauf, dann könnte ich es mir vielleicht auch gerade so überlegen. Nee. Da nee, bist das du mit dem Preis jetzt ganz schön runtergegangen. Das ist von 1 Million Euro zu H1Z1 plus 20 Euro, ist schon ganz schön krass. Du weißt doch, dass Nullen nichts sind. Also. Es widerstrebt mir nicht, dir ein Spiel zu schenken, es widerstrebt mir, für H1Z1 Geld auszugeben. Das ist so dieser Punkt, der da. Ach ja, so. Ich fand auch sehr schön die Ankündigung von nach dem, oder beim letzten Patch mit dem Wetter. Dies ist erst. Der Anfang. Dies ist die erste von vielen neuen Dingen, die wir in den nächsten Monaten implementieren wollen. Ja. Und wann war das? Vor 5 Monaten. Nee, wann war es denn das? Nee, das war jetzt beim letzten Update. Oh, viele neue Dinge in den nächsten Monaten. In den nächsten 5 Jahren kommt mindestens ein Update. 5 GB Patch und es hat sich nichts geändert? Oh, ja, Reifen vom Auto haben gequietscht. Also das muss man denen lassen. Du kannst nicht sagen, auch. Die haben nichts reingebaut, aber das ist... Nur fast nichts. Ja, das ist fast... Ja. Traurig. Ja. Sehr traurig. Also, man könnte drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Also, das ist... Ehrlich. Na gut, also ich würde sagen, wir haben jetzt hier eine wunderschöne Treppe gebaut. Das meinte ich, wo wir, oder auch Coach vor allen Dingen, wo wir darüber gesprochen haben, so mit in Let's Play bauen und dergleichen, ist schwierig. Ich habe jetzt gesehen, wir haben nur eine popelige Treppe mit 10, 12, weiß nicht, Treppenteilen und ein paar Foundations gebaut und haben dafür, ich weiß es nicht, werden wahrscheinlich am Ende 2 Folgen sein, fürchte ich fast. Könnte durchaus sein, also, ja. Wenn man das Farmen dazu nimmt, auf jeden Fall. Und ja, das ist halt das Schwierige. Ihr könnt ja mal schreiben, auch gerne hier im Chat und auch unter den Kommentaren oder den Videos, ob man das einfach trotzdem so ausführlich machen sollen oder ob man da vielleicht im Offscreen ein bisschen was machen oder dergleichen, wie wir das hinbekommen. Ja. Naja, ein bisschen gehört es ja dazu. Ich versuche ja schon so wichtige Ressourcen, die man zu bauen braucht, dass ich das schon vorcrafte für euch, dass wir das damit ja schon nicht aufhalten. Ne? Eben, du bringst ja schon immer saumäßig viel von dem geformten Holz und diesen versteckten Eisen. Die brauchen ja das so lange. Das braucht ja Jahre. Ja. Wenn du mal 200 da raushaust, das dauert ewig. Ja, und die sind ganz schnell verbaut. Also was sind 200 Eisenverstärkungen? Ja.
Nee, insofern, da passiert schon einiges im Offscreen. Und wenn wir dann noch im Offscreen bauen, dann ist halt die Frage, was zeigt man dann noch? Dann können wir immer zeigen, hier, tolle Treppe, oh, tolles Haus, tolles Boden. Es gibt ja noch ein paar Dungeons, das Ding ist einfach, ja. Jetzt war das der erste Dungeon, wo du jetzt auch mal Rezepte kriegst. Du kannst in die anderen Dungeons reingehen und ich sag mal, die Bosse da bekämpfen. Bekommst halt doch nichts dafür, ne? Ja, noch nicht, ne. Also, das ist der erste Dungeon, den wir jetzt heute gemacht haben, der halt so richtig mit Belohnung und Rätseln und alles, der eigentlich komplett ist, so wie die sich den auch vorstellen in Zukunft, die ganzen Dungeons hier, und die anderen kommen halt noch. Haben wir ja gesehen beim Krokodil, bei einem Riesenvieh, was wir da ganz zu Beginn mal gelegt haben. Ja, war ein epischer Kampf, aber am Ende benüscht. Leider. Ja, der Loot war auch episch. Der Loot war episch. Total. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier jetzt aus Conan. War eine sehr schöne Runde mit Coach und Xar und vor allen Dingen auch hier bei Miril und Radek und wie sie alle heißen. Ihnen lieben Dank fürs Zeigen eurer Base und dafür, dass ihr hier auf diesem Server sowas wahnsinnig Tolles baut. Das ist echt mega. Vielen, vielen lieben Dank. Und im Stream geht es jetzt natürlich noch weiter mit einem ganz tollen Spiele-Klassiker. Und aber hier auf YouTube ist jetzt erstmal Schluss. Tschüss. Tschüss. Ciao.